Unterstützung für Markus Weinzierl, der frühere Bundesliga-Profi Halil Altıntop wird zunächst bis Weihnachten den Trainerstab des VfB Stuttgart um Chef Weinzierl ergänzen. Das gab der Tabellenletzte am Dienstag bekannt. Der 35-Jährige werde für individuelle Maßnahmen zuständig sein, hieß es in einer Mitteilung der Schwaben. Altıntop, der im Sommer seine Profikarriere beendet hatte, stand am Dienstag bereits mit Weinzierl auf dem Platz. Der neue Chefcoach hat mit dem VfB seine ersten drei Spiele ohne eigenes Tor verloren. Altıntop glaubt aber an die Wende, wie er am Sonntag im Doppelpass bei Sport 1 versicherte: Ich bin überzeugt davon, dass sie mit Markus Weinzierl einen Trainer bekommen haben, der die Qualität mitbringt, der authentisch ist und der auch die Mannschaft auf seine Seite bekommen wird, so dass sie für ihn durchs Feuer geht. Altıntop hat unter anderem für den 1. FC Kaiserslautern, Schalke 04, Eintracht Frankfurt und den FC Augsburg gespielt. In seinen 4 Jahren beim FCA war Weinzierl 3 Jahre lang sein Coach.